Umweltschutz beginnt am Anfang. Die Energiewende stellt Deutschland vor neue Herausforderungen. Für den Wechsel von Kohle- und Atomstrom hin zu nachhaltigeren Energiequellen wird ein größeres und leistungsfähigeres Stromnetz benötigt. Der Ausbau dieses Netzes und der Umweltschutz lassen sich nicht immer problemlos miteinander vereinbaren. Daher lassen sich Auswirkungen auf die Umwelt nicht komplett vermeiden. Um mögliche Umweltauswirkungen daher so früh wie möglich zu identifizieren, ist im Gesetz eine strategische Umweltprüfung, kurz SUP, vorgeschrieben. Dafür hat die Bundesnetzagentur eine spezielle Methode entwickelt. Die SUP beginnt lange bevor der genaue Verlauf der Stromleitungen überhaupt feststeht. Am Anfang sind in der Regel nur die Start- und Endpunkte bekannt. Das sind die Netzverknüpfungspunkte. Für die Umweltprüfung wird dann ein sogenannter Untersuchungsraum gebildet. Die beiden Netzverknüpfungspunkte zu verbinden, ist aber nicht so einfach, wie es aussieht. Nahezu überall können Belange der Umwelt berührt sein. Mal ist es die menschliche Gesundheit, mal die Tier- und Pflanzenwelt. Es kann deshalb häufig nicht einfach der kürzeste Weg gewählt werden. Wenn später ein Leitungsverlauf genauer geplant wird, spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Um vorher ein Bild über die möglichen Umweltauswirkungen zu erhalten, wird in der SUP ermittelt, wo in den Untersuchungsräumen zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete, Auenlandschaften oder Wohngebiete liegen. Alle diese Flächen werden aber nicht einzeln betrachtet, sondern zu Gruppen, den sogenannten Flächenkategorien, zusammengefasst. Je nachdem, wie groß die Konfliktrisiken sind, werden sie im Anschluss auf einer vierstufigen Skala eingeordnet. Wird beispielsweise der Einfluss des Netzausbaus auf eine Auenlandschaft bewertet, ergibt sich im Ergebnis ein insgesamt hohes Konfliktrisiko, denn der Netzausbau kann eine Aue beeinträchtigen. Sind alle Flächenkategorien bewertet, werden sie in einer deutschlandweiten Karte farbig eingezeichnet. Anhand dieser Karte können die möglichen Umweltauswirkungen in den Untersuchungsräumen verschiedener Vorhaben miteinander verglichen werden. Damit ist die Karte neben weiteren Faktoren eine wichtige Unterstützung bei der Entscheidung über die Netzverknüpfungspunkte. Diese Prüfung wird übrigens für jedes einzelne Netzausbauvorhaben durchgeführt. Die Ergebnisse werden für jeden einsehbar im Umweltbericht zum Bundesbedarfsplan veröffentlicht. Auf dieser Grundlage lassen sich in den späteren Planungsverfahren relevante Fragestellungen leichter beantworten. Zum Beispiel: Ist es für die Umwelt besser, ein Naturschutzgebiet auf kurzem Weg zu queren, oder ist es besser, dieses auf einer längeren Strecke zu umgehen? Zunächst muss eine Entscheidung über die Netzverknüpfungspunkte getroffen werden. Diese trifft am Ende übrigens nicht die Bundesnetzagentur, sondern der Bundestag. Dort legen die Abgeordneten in einem Gesetz fest, welche Leitungen gebaut werden sollen. Doch vorher sind Sie gefragt. Die Bundesnetzagentur beteiligt Behörden und anerkannte Umweltverbände bei der Erstellung des Umweltberichts. Auch Bürgerinnen und Bürger können sich äußern. Wie und wo Sie sich beteiligen können, erfahren Sie in der Videobeschreibung. Sie wollen noch mehr über die strategische Umweltprüfung lernen? Dann klicken Sie auf unsere Videobox.